Es tut mir leid, aber hier muss ich euch Lebewohl sagen. Es ist an der Zeit, dass wir getrennte Wege gehen. Wie? Wovon redest du? Kommst du nicht mit uns zurück nach Schweinfurt? Nein, ich komme nicht mit euch zurück. Ich muss meine eigene Reise antreten. Deine eigene Reise? Heißt das, dass du von zu Hause wegrennst? Hey, pass gut auf dich auf, okay? Hier, nimm das. Vater hat mir dieses Schwert gegeben, aber du bist der, der es haben sollte. Dies ist ein Schwert, wie es ein Weiser tragen sollte. Ein Weiser, wie du es eines Tages sein wirst. Hey, nicht weinen. Du brauchst keine Angst zu haben. Wenn du mal in Schwierigkeiten geraten solltest, komme ich, um dir zu helfen, versprochen. Wo auch immer du bist, egal wie weit entfernt, ich bin immer für dich da, wenn du mich brauchst. Wo auch immer ich bin? Ja, das verspreche ich dir. Aber wenn ich mein Versprechen halten möchte, werde auch ich trainieren müssen. Wie Vater immer sagt, ich muss meinen eigenen Platz im Reich finden. Ich muss herausfinden, worin ich gut bin. Ich werde ihn stolz machen. Ich weigere mich, eine Enttäuschung zu sein. Also gut, aber komm bitte bald wieder. Ich werde auf dich warten. Tu das, Makasin. Wir werden uns eines Tages wiedersehen, ganz sicher. Auch dir und deinen Freunden wünsche ich alles Gute, Oliver. Ich hoffe, dass ihr es alle heil zurück in eure Zeit schafft. Danke, Prinz Gascon. Ich hoffe, wir werden uns wiedersehen. Hey, ich glaube nicht, dass du mich immer noch Prinz nennen musst. Lebe wohl. Hey, warte. Was ist? Du bist dir da auch ganz sicher, Gascon? So habe ich entschieden. Es ist besser, wenn ich Makasin aus der Ferne beobachte. Wenn ich mir ansehe, wie er zu einem Weisen wird. Wenn ich mich einmal entschieden habe, ist es endgültig. Das ist Gascon-Tradition. Gascon-Tradition? Nun, es klingt, als ob du dich entschieden hättest, dein eigener Herr zu sein. Aber ich weigere mich, Lebewohl zu sagen. Sagen wir einfach bis zum nächsten Mal. Hehe, alles klar. Bis zum nächsten Mal. In der Zukunft. In eurer Zeit. Bis dann. Pass auf dich auf, Gascon. Mann, der Junge ist wirklich dickköpfig. Komm schon, Oliver, zurück mit uns in unsere eigene Zeit. Klar. Gascon reist nicht länger mit euch. Okay. Gascon hat sich entschieden, seinen eigenen Weg zu gehen. Das heißt, wir betreten Schweinfurt, gehen zurück zum König und werden ihm das wohl alles mitteilen, auch alles andere, was passiert ist. Aber den ganzen Weg laufen. Oh Mann, es ist doch immer das Gleiche. Ja, gut, wir haben es geschafft. Wir haben Morgenstern, haben den Zauber, werden jetzt zurück zum König gehen. War nicht sonderlich schwer, weil, wie gesagt, ich habe ja trainiert, eine ganze Weile auch hier in diesem Gebiet. Und ja, man hat es gesehen, alle Gegner sind von mir geflüchtet. Und der letzte Kampf, also gegen diesen Boss da in diesem, auf dem Pfad der Gräber, war auch nicht sonderlich stark. Also war alles durchaus machbar. Es hat der Vorteil des Trainings gewesen, hat mich auch etliche Stunden gekostet. Und der Vorteil wird, denke ich mal, nicht lange anhalten. Ich vermute mal, nach dem nächsten, wenn nicht sogar dem übernächsten Gebiet, sind wir wieder schwach. Und so, deswegen habe ich mir einfach nur einen kleinen Vorteil gegönnt. Also, ich denke mal, die lassen uns rein, problemlos. Ja, wunderbar. Wieso muss ich den ganzen Weg laufen? Wieso kann ich einfach Schweinfurt betreten? Und ich lande direkt vorm König, also vorm Kaiser. Ich würde das ziemlich feiern. Leider macht er das nicht. So. Ah, ich kann direkt geradeaus.
So, mal gucken, was der Kaiser sagt. ジャボを、おい、しっかりしろ。あまり喋るなって。ロデックよ。え？わ、私の可愛い息子よ。何？気づかぬはずがなかろう。まさか。姿は変わっていても、 自分の息子くらいはわかるさ。どうやら私には未来を見ることはできないようだ。しかしきっとお前とラースなら力を合わせていける。私はそう信じている。防具帝国の今と未来を頼んだぞ。 Ich frage mich, was Sven so lange aufhält. Ich kann nicht glauben, dass er Gascon ist. Das Erbe von ganz Schweinfurt. Da wird mir ja ganz schwindlig, Mann. Er wollte wohl nicht, dass wir es wissen, was? Denke ich auch. Es wird nicht mehr dasselbe sein, jetzt wo wir wissen, dass er ein Prinz ist. Nun, ich werde mich benehmen, als ob ich es nicht wüsste. Ich auch, ich werde nichts sagen, es sei denn, Sven will selbst darüber reden. Oh, bei mir, musst du dir keine Sorgen machen, Mann. Ich habe das alles sofort vergessen. Könnte mich nicht mal dran erinnern, wenn ich wollte. Wenn ich eins gut kann, dann ist das Dinge vergessen. Es tut mir leid, dass ihr warten musstet. Sven! Ich denke, es ist Zeit zu gehen, aber ich muss zuerst Makasin Lebol sagen. Na gut. Heute werdet ihr aufbrechen, oder? Ja, euer Hoheit. Danke für alles. Nein, ich sollte euch danken. Dank euch konnte ich das Erbe meines Vaters antreten und bald werde ich seinen Titel offiziell übernehmen. Ja, die Schweinfurter sind deswegen bestimmt ganz aus dem Häuschen. Ich will ihnen allen Grund dazu geben. Sie sollen wissen, dass sie Shadar nicht zu fürchten haben. Ich weigere mich ihm geschlagen zu geben. Schließlich möchte ich, dass Gascon jederzeit nach Schweinfurt zurückkehren kann. Ich muss die Sicherheit des Reiches garantieren, bis er wiederkehrt. Du wirst ein guter Kaiser sein, Makasin. Gascon wäre stolz auf dich. Das hoffe ich. Er hat immer an mich geglaubt und ich werde nicht aufhören, an seine Rückkehr zu glauben. Schau dir deine Piole an, Olli. Die glüht ja total, Mann. Meinst du... Ja, das ist es. Makasin muss wohl einen sehr starken Glauben an seinen Bruder besitzen. Es tut mir leid, ich... Eure Hoheit, es gibt jemanden, der eure Hilfe benötigt. Jemanden, der etwas von deiner Stärke braucht, die ihr in eurem Herzen tragt. Meinem Herzen? Wovon redest du? Nun, du, eure Hoheit, in der Zukunft, meine ich, in unserer Zeit ist ein Stück von eurem Herzen verloren gegangen. Mein zukünftiges Ich? Ja, und ihr müsst etwas von eurem Glauben
mit ihm teilen, um ihm zu helfen, wieder normal zu werden. Mein Glaube? Also gut, ich kann meinem zukünftigen Ich wohl kaum ein Stück meines Herzens verweigern. Wunderbar, da haben wir wenigstens den Glauben auch. Ich gebe dir gerne ein Stück meines Herzens. Komm, nimm es. Herz empfangen. Und da haben wir das übelst seltene Glauben, was wir unbedingt brauchen in unserer Zeit für den älteren Makasin. Und da ist das Glaubenabzeichen. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Euer Hoheit. Ihr müsst mir nicht danken. Nun, gebt diesen Glauben bitte meinem zukünftigen Ich. Aber bevor ihr geht, Sven. Ja? Wenn du wieder in meinem Zug, in deiner Zeit bist, dann bestelle meinem zukünftigen Bruder bitte Grüße von mir aus. Das werde ich, ganz sicher, Euer Hoheit. Prima, dann geht's jetzt zurück in die Zukunft. Du weißt ja, welchen Spruch du brauchst, Olli, oder? Zeitsprung, richtig? Klaro, also los, Leute, ab in die Zukunft. So, Zeitsprung. Wir haben hier eigentlich nichts mehr zu verlieren, deswegen nehmen wir den Zauber, der sich nur einmal im Leben benutzen lässt. Haben wir es geschafft? Wie, sind wir nicht mehr am selben Ort? Nee, Mann, das ist unmöglich. Ich weiß, wann Zauber wirkt und der Zauber hat wunderbar hingehauen. Wir sind zurück in unserer Zeit, absolut. Ja, der Ort hier ist irgendwie anders. Sven, wir sind zurück, das zählt. Nun sollten wir nicht irgendjemandem helfen? Natürlich, komm schon, Oliver. Finden wir Makasin. Klar, geben wir ihm seinen Glauben zurück. Wunderprächtig. Hat doch alles super funktioniert. Und jetzt zu Makasin, ihm seinen Glauben geben und dann herausfinden, was unser nächstes Ziel ist. Weil das ist nämlich ganz wichtig. Der nächste Weise wartet nämlich auf uns. Beziehungsweise dieser Weise, mit dem sind wir noch gar nicht fertig. So nebenbei. Verschwindet von hier. Geht, hinfort mit euch. Der arme Kerl hat immer noch ein gebrochenes Herz. So viel ist sicher. Der ist ein Schatten seiner selbst. Der braucht eine Dosis Glauben, und zwar Dali. Komm schon, Mann. Sein Vater hätte es so gewollt. Schluss mit deinem unerträglichen Geschwätz, Fee. Mein Vater starb vor 15 Jahren. Maße dir nicht an, zu wissen, was er wollte. Das Ganze ist also vor 15 Jahren passiert, ja? Und dieser arme Kerl ist seitdem auf sich selbst gestellt. Das nenne ich tragisch. Herr, Eure Hoheit, wir haben ihn etwas mitgebracht, ein Geschenk. Es ist von vor 15 Jahren. Wir haben es von Ihnen. Jedenfalls, wenn das in Ordnung geht, hätten wir gerne, dass Sie es wiederbekommen. Was hast du gesagt? Was hat das zu bedeuten? Also, wir geben ihm seinen Glauben. Was ist das? Dieses Glühen. Was ist los? Was ist das für ein warmes Gefühl in meiner Brust? Was habe ich getan? Die ganze Zeit über war ich derart fehlgeleitet. Es war Shaddaa, Eure Hoheit. Er nahm den Glauben aus eurem Herzen. Aus meinem Herzen? Meinen Glauben? Oh, ich fühle, dass ich wieder an Menschen glaube. Ich will an Menschen glauben. Es ist lange her, seit ich das gefühlt habe. Heißt das? Heißt das, dass ihr mich gerettet habt? Warst du es, der mich wieder glauben ließ? Ja, Euer Majestät. Ich hatte es versprochen, oder? Ich hatte versprochen zu kommen und zu helfen, falls ihr in Schwierigkeiten seid. Wo auch immer ihr seid, egal wie weit entfernt. Wo auch immer, ich? Ich verstehe, Herr, ich verstehe jetzt. Du bist zurück. Ich habe immer gewusst, dass du zurückkommen würdest. Danke.
Ihr müsst mir nicht danken, Euer Hoheit. Euer Hoheit, wir brauchen eure Hilfe. Wir wollen, dass ihr uns helft, Shaddaa zu besiegen. Was hast du gesagt? Du willst dich Shaddaa stellen? Das ist unerhört, waghalsig. Ich bin ein großer Weiser. Und doch konnte Shaddaa in mein Herz eindringen und ungestraft ein Stück davon an sich nehmen. Aber ich wurde gerettet, genau wie es mir versprochen worden war. Nun gut, ich werde euch helfen. Zusammen werden wir den dunklen Djinn besiegen. Shaddaas Tage sind gezählt. Das sind sie. Danke vielmals, Eure Hoheit. Ich wusste, dass ihr uns nicht im Stich lassen würdet. Tja, und deshalb bist du der Kaiser, Makasin. Sate, sate, kono jitai ikaga itashimasu kana? Kyuseishi no shounen, yomoya Gradion made te ni ireyou to wa. Keredomo, korera ga kako kara kaette kuru nante, dekiru hazu ga nai wa yo ne? Jikan ryokou ga tsukaeru no mo, issshou ni ichido kiri nan dakara na. Nani mono ka ga te o kashita to iu koto ka. Shikamo かなり腕の立つものである。評議会に匹敵するほどの。おそらくそれは遥か高みに位置するもの。古において我らの魔導の杖を生み出したをそう、私の。それは誠に恐ろしき事態ですぞ。そのようなお方が。案ずるな。 Na gut, Leute, hört mir zu. Um Shaddaa zu besiegen, müssen wir zuerst seine Verteidigung durchbrechen. Der dunkle Djinn wird von einer magischen Barriere geschützt, die als der dunkle Dunst bekannt ist. Der dunkle Dunst? Ja, eine widerwärtige magische Barriere, die kein Zauber durchdringen kann. Weder Rashid noch Alice konnten den dunklen Dunst überwinden, daher konnte Shaddaa sie besiegen. Und da die anderen großen Weisen nun außer Gefecht waren, konnte er tief in mein Herz eindringen und ein Stück davon rauben. Aber jetzt, Makasin, hoppla, ich meine, Euer Hoheit. Jetzt komm schon, Esther. Als Kind habe ich einst an deiner Seite gekämpft. Du musst meinen Adelstitel nicht verwenden. Das gilt für euch alle. Geht klar, Euer Majestät, haha, keine Sorge, Oliver. Ich bin mir sicher, dass du dich daran gewöhnen wirst. Ich würde euch liebend gerne auf eine weitere Reise begleiten. Eine, auf der wir gemeinsam zu großer Stärke finden. Stärke, die ausreicht, um Shaddaa zu besiegen. Aber das Reich zu schützen, ist meine oberste Pflicht und ich muss die vielen Fehler wieder gut machen, die ich beging, als ich gebrochenen Herzens war. Doch das Wissen, dass du nun einen Zauberstab besitzt, der dir die Macht verleiht, Shaddaa ohne meine Hilfe zu besiegen, ist mir ein großer Trost, Oliver. Morgenstern gehörte einst dem Magierkönig. Man sagt, er habe die Macht, jede böse Verzauberung zu überwinden. Das gilt sicher auch für den dunklen Dunst, der Shaddaa beschützt. Aber leider ist der Zauberstab in deinem Besitz nicht vollständig. Wie, nicht vollständig? Wovon redest du? Morgensterns wahre Macht übersteigt das Verständnis der meisten Zauberer. In der Tat ist er so mächtig, dass der alte König, der ihn erschuf, der Ansicht war, es sei besser, wenn seine Macht auf drei magische Steine aufgeteilt werde. Diese drei Steine wurden dann verborgen, weit entfernt vom Zauberstab selbst. Also müssen wir die zuerst finden, richtig? Ja, doch ich muss mich leider entschuldigen, was das angeht. Wie? Warum? Was hast du getan? Ich besaß einst eine Karte, auf der die Fundorte der drei Steine eingetragen waren. Sie wurde mir leider gestohlen. Gestohlen? Als ich ein gebrochenes Herz hatte, bin ich eher nachlässig mit den Schätzen des Palastes umgegangen. Bücher und Karten sind oft einfach verschwunden. Zu meiner Schande habe ich tatsächlich mehrere dieser Diebstähle beobachtet und nichts dagegen getan. Das kommt mir bekannt vor. Es fiel mir schwer, den Dingen irgendeine Bedeutung
beizumessen, als ich ein gebrochenes Herz hatte. Na, das ist schon ein bisschen blöd, wenn der Dieb mit der Karte an die Steine rankommt. Was meinst du, was stellt der dann damit an? Das weiß ich nicht, allerdings weiß ich, wer der Dieb war. Sein Name ist Kublai, der bezeichnet sich selbst als König der Himmelspiraten, oh Gott. Kublai? Mussten wir ausgerechnet an den Typen geraten? Ich hätte wissen müssen, dass ihr beide alte, egal. Du weißt bestimmt nicht, wo der steckt, oder? Das ist das Problem mit den Himmelspiraten. Du weißt nie, wo sie sind. Sie bewegen sich mit ihren gewaltigen Luftschiffen ständig von Versteck zu Versteck. Wie auch immer, Kublai zu finden, ist immer noch der einfachste Weg, die drei magischen Steine zu bergen. Es ist aber unwahrscheinlich, dass er sich gewaltfrei zur Zusammenarbeit überreden lässt. Ich sollte dir also besser ein paar neue Zauber beibringen, Oliver. Barriere, wunderbar. Verschmelzen, okay. Einblick. Oh, das war's schon. Du wirst auf der Suche nach Kublai sicherlich viel umherreisen müssen. Dieser Zauber sollte sich dabei als recht nützlich erweisen. Reisen. Wunderbar, jetzt kann ich anscheinend doch von Stadt zu Stadt mich zaubern. Was macht er denn, Makasin? Er bringt dich an einen beliebigen Ort, den du bereits einmal besucht hast. Wenn ich euch nicht begleiten kann, so kann ich es euch zumindest etwas einfacher machen. Das ist super, und es bedeutet, wir können dich besuchen kommen, wann immer wir wollen, Makasin. Haha, in der Tat. Benutzt ihn auf jeden Fall, um auch andere Orte, die ihr schon kennt, erneut aufzusuchen und nachzusehen, was es Neues gibt. Wenn du etwa den Tempel der Prüfungen besuchst, kannst du an den Salomonischen Spielen teilnehmen. Oh Gott, die von Salomon, meinem alten Lehrer, organisiert werden. Oh wow, ich hatte Salomon und den Tempel der Prüfungen beinahe vergessen. Zuallererst sollten wir aber Kublai, den König der Himmelspiraten, finden. Komm schon, Oliver. Das nächste Kapitel unseres Abenteuers beginnt jetzt. Ja, das tut es. Auf geht's. Okay, ich finde eigentlich, dass es das ziemlich schwer macht. Ja, genau. Wir haben nämlich überhaupt keinen Anhaltspunkt. Überhaupt keinen. Das macht's wieder schwierig, weil das sind ja Himmelspiraten und sie fliegen ja. Das heißt, wir sind eigentlich aufgeschmissen. Ich werde allerdings an dieser Stelle einen Schnitt machen. Also ich werde mitten hier jetzt, wo ich stehe, beenden. Und beim nächsten Mal werden wir uns aufmachen, Kublai zu finden. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!